Nochmal, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine türkischen Reis zubereite. Am Anfang schaut das Ganze so aus: Man verwendet Tassen, Maße, um das Ganze abzumessen. Je fortgeschrittener man wird, verwendet man nur noch Bauchgefühl und Augenmaß. Meiner Meinung nach ist Reiskochen wie Mathematik. Je mehr Wasser man zum Kochen verwendet, desto lappriger, weicher wird der Reis. Je weniger Wasser man verwendet, desto fester wird der Reis. Ist auch wie beim Waschen des Reises. Je weniger man den Reis wäscht, desto mehr Stärke beinhaltet noch der Reis und der wird am Ende noch recht klebrig und fällt nicht von der Gabel. Es gibt unterschiedliche Reissorten, die man verwenden kann. Ich persönlich verwende gerne den Rundkornreis, denn der gefällt mir geschmacklich am besten. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze macht. Let's go! So, ich habe zu Hause ein paar Reiskörner. Langkornreis, Rundkornreis. Die haben unterschiedliche Stärkegehälter und schmecken auch unterschiedlich. Der in der Mitte gefällt mir am besten. Und dann gibt es noch dieses Arpa-Schächli. Das wird auch sehr häufig verwendet zum Reiskochen. Das gibt dem Ganzen noch etwas Geschmack und Kontrast. Dann schaut das Ganze nicht so langweilig aus. Wenn man das Ganze nicht zu Hause hat, kann man zum Beispiel Suppennudeln verwenden, die in Ölbutter schön goldbraun anbraten. Darauf das Reis, Wasser drauf, fertig. Ich nehme meine Schüssel. Darauf gebe ich jetzt einen Sieb. Und ins Sieb gebe ich jetzt etwas Reis. So. So, jetzt gehe ich nur mal ganz kurz durch den Reis durch und schaue, ob entweder kleine Steine oder Reiskornschalen sich hier in diesem Sieb befinden. Und die nehme ich dann raus. So, und wenn ich das habe, gebe ich etwas Salz drauf und übergieße das Ganze mit heißem Wasser. So, bis mein Reis komplett mit Wasser bedeckt ist. So, jetzt haben wir das Ganze schön mit heißem Wasser bedeckt. Lassen das 15 Minuten stehen. In den 15 Minuten verliert dieser Reis jetzt Stärke. Das setzt sich hier am Schüsselboden ab. Dann haben wir hier dann noch weiß gefärbtes Wasser und nach 15 Minuten etwas angequollene Reiskörner. So, das Ganze sieht nach 15 Minuten dann so aus. Hier sieht man, die Reiskörner sind etwas angequollen. Das hebe ich jetzt hier raus. Mal kurz auf die Seite. Dann habe ich hier mein Wasser. Das schütte ich jetzt mal ab. So, und den Reis wasche ich jetzt gründlich ab mit lauwarmem Wasser. Den Reis gebe ich zurück auf die Schüssel und lasse es jetzt schön abtropfen. Zum Reiskochen verwende ich meist immer einen flachen großen Topf. Den erhitze ich jetzt auch mit einer Hitze. Hinein gebe ich jetzt ungefähr 2 Esslöffel Öl und ungefähr einen Esslöffel Butter. So, hinein gebe ich ungefähr eine Handvoll Arpa-Schichli. So, und dieses Arpa-Schichli, das brate ich jetzt schön goldbraun an. Die Butter wird jetzt noch etwas schmelzen und dann wird das Ganze schön schäumen. So, wenn man dann die gemischte Farbe hat, dann stelle ich einmal die Temperatur ab. Nehme meinen gut abgetropften Reis, gebe ich hier hinein. So, wirklich vermischen. Dann den Herd wieder anmachen auf niedrige Hitze. So, den Reis umrühren und etwas anbraten. Und das Schäfchen hier gut verteilen. Umrühren. Jetzt geben wir heißes Wasser dazu, je nachdem wie viel Reis wir verwendet haben. Also in diesem Fall 2 Tassen, nehmen wir 1,5-fache Tassenmenge Wasser dazu. Also bei 2 Tassen werden es dann 3 Tassen heißes Wasser. Oder
je geübter man ist, macht man es einfach nach Augenmaß. So, das wären dann eine Tasse. Zwei. Bei zwei machen wir einen Stopp. Rühren das Ganze um. So. Und der Reis sollte halt dann mit Wasser bedeckt sein, bis er kaum sichtbar ist. Und das sehen wir dann bei der dritten Tasse. So, so das Ganze ist gut bedeckt. Jetzt stelle ich das Ganze auf hohe Hitze, gebe meinen Deckel drauf, lasse es einmal kurz aufkochen. Danach stelle ich die Temperatur auf niedrige Hitze. Ich habe jetzt 14 Stufen, Stufe 3 für 17 Minuten. Kurz köcheln lassen, warten. So, Topf fängt, also der Deckel fängt jetzt gleich an zu wackeln. Reichlich Dampf kommt jetzt aus dem Topf. Jetzt kann ich die Temperatur auf niedrige Hitze stellen, einen Timer stellen auf 17 Minuten. Und danach, nach 17 Minuten, kann ich den Herd abstellen. So, nach 17 Minuten stelle ich die Temperatur ab und lasse es nochmal für weitere 15 Minuten kurz ziehen. So, dann haben wir unseren Reis reichlich ziehen lassen. Machen einmal den Deckel auf. Nehmen uns einen Kochlöffel und schauen, wie unser Reis geworden ist. So. Schaut eigentlich recht gut aus. Schön fluffig. Und den kann man jetzt als Beilage verwenden oder auch so essen, wie man möchte. So, zum Anrichten kann man den Reis hier ein Förmchen geben. Dann nimmt man einen Teller. Teller drauf. Wenden und hochheben. Und fertig ist mein Reis. So, dann nehmen wir uns eine Gabel. Schauen mal, wie der Reis geworden ist. Super, oder? So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit diesem Video mit dem türkischen Reis, der ist geworden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.